Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man an einem Opel Corsa e die OBD2-Schnittstelle benutzen kann und natürlich auch, wie man ein Lesegerät dann benutzen kann und nicht nur die Fehlercodes rausliest. So, als erstes, wir schauen im Fahrbereich unten ist der Plug für unser Gerät. Lass es uns mal hineinsetzen und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen an, was wir hier so machen können. Wir haben Hoch-Runter-Tasten, damit können wir uns in den Menüs bewegen. Links ist Enter, rechts ist Exit. Jetzt schauen wir uns erstmal an, ob hier alles so im Status ist. Und wir sehen, dass keine Codes anliegen. Alles sieht ganz gut aus. So, jetzt gehen wir nochmal auf Codes auslesen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier so abgeht. Wir werden uns erstmal durch die Menüs scrollen, um die Codes dann auszulesen, wie man jetzt auch gerade sieht. Der geht die einzelnen Standardprozeduren durch, um dann mit dem richtigen Kommunikationsprotokoll arbeiten zu können. Es werden diverse Fahrzeuge verwendet, die halt diese Standards benutzen, die ich da aufgezeigt bekomme. Und deshalb können wir auch den Opel Corsa e nun auch tiefer auslesen, entschuldigen Sie mich, und uns mal anschauen, was da so abgeht. Also, wie gesagt, wir hatten hier keinen Code. Wenn ihr einen Code habt, dann könnt ihr diesen hier angezeigt bekommen. Wenn er keinen hat, gibt es halt keinen. Es gibt schwebende Codes, das heißt, die noch momentan sind, und aktuelle, die jetzt nur gerade so frisch aufgetreten sind. Dann im Fehlerspeicher können auch noch welche sein. So, dann switchen wir mal zum IM-Bereitschaftsdings. Bereitschaftsbereich, der checkt sozusagen eure Hauptkriterien, die so an der Tagesordnung stehen, und da sehen wir, rechts steht alles in Ordnung. Nur ein paar Teile sind halt nicht verfügbar. Das geht halt fahrzeugspezifisch aufgelistet. Um wieder zurückzukommen, benutzt ihr die Exit-Taste. Oh, es sind viele Infos da. Da könnt ihr das natürlich auch noch aufzyklen, habe ich gerade gesehen, in diesem Fahrbereich nur. Okay, jetzt schauen wir uns mal, was. Ja, das unterstützt er leider nicht, oder? Doch, das tut er. So, da haben wir alle möglichen einzelnen aufgelisteten Daten, die jetzt gerade, weil der Motor aus ist, natürlich jetzt nicht so viel hergeben. Wir sehen nun, dass es alles auf Null ist und noch nicht an ist. Wir fahren noch keine Geschwindigkeiten. Aber wenn der Motor läuft, dann werden wir auch dort die Infos sehen. Da unten kommt zum Beispiel die Batteriespannung, die gerade anliegt. Alles sehr informative Werte. Auch die momentane Temperatur wird angezeichnet. Alles Mögliche. Wenn ihr einzelne Träger oder einzelne Kürzel aus dieser Liste nicht kennt, gebt sie einfach bei Google ein und googelt danach. Dann werdet ihr fündig und wisst auch, was hinter diesen einzelnen Bereichen sich versteckt. Ja, um wieder rauszugehen, benutzen wir gleich die Enter-Taste oder Exit-Taste eher gesagt. Da sind sehr interessante Werte. Und wie wir jetzt sehen, gehen wir mal woanders hin und schauen uns das an. Oh, das ist sehr interessant. Da ist sogar der Lambda-Wert. Huiuiuiuiui, echt cool. Echt sehr, sehr aufschlussreich. Vor allen Dingen, wenn ihr Fehler diagnostizieren wollt, können euch diese Daten weiterhelfen. Gut, Entschuldigung. Wir werden jetzt auch mal auf die grafische Aufwertung gehen, weil das finde ich sehr interessant. Da kann man die einzelnen Komponenten in eurem Fahrzeug einzeln ansteuern und dann grafisch wiedergeben. Ihr könnt mehrere sogar übereinander lappen. Das heißt, wenn ihr zwei Werte habt, könnt ihr diese dann auch benutzen. Also in einer Liste zwei Werte, drei Werte. Natürlich wird es dann immer zu voll, dass die Übersicht nicht mehr da ist. Dazu wählt ihr sie einfach aus mit Enter, geht dann zum nächsten und drückt wieder Enter und dann Exit. Und dann seht ihr auch die gerade ausgewählten Werte. Ihr merkt bestimmt, dass mich diese Funktion von diesem Gerät wirklich sehr interessiert, weil hier kann man wirklich die einzelnen
Komponenten in eurem Fahrzeug welche Daten ausgeben oder welche Spannungen initialisieren zum Steuergerät hin einzeln auflisten und sogar gegenseitig sich verknüpfen und dann die Wechselwirkungen sich anschauen in Live-Daten. Jetzt zum Beispiel gerade habe ich den Motor an und jetzt seht ihr, wenn ich zum Beispiel aufs Gaspedal drücke, leicht, mehr oder wenig, dass sich dort Änderungen machen. Es gibt so viele diverse Auswahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Stellung von eurem Gaspedal oder den Luftmengenmesser, was er gerade von sich gibt. Die besagte Lambda-Sonde 1 und 2, was für Werte rauskommen. Also es gibt eine Vielzahl von möglichen Auswahlkriterien, die hier wirklich auf Deutsch auch angezeigt werden und dann auch gut und gut dargestellt werden, weil ich hatte nämlich vorhin die Spannung der Batterie zum Beispiel gemessen. Ich hatte mein Multimeter dran gehalten, ich hatte einen Spannungsprüfer in den Zigarettenanzünder gesteckt und dann dieses Lesegerät dazu. Und die Werte auf allen drei Geräten waren identisch. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass dieses Gerät sogar die richtigen Daten auslesen kann. Es kann jetzt nicht die ganz tiefen Sachen, wie zum Beispiel Bremsen, Bremsen zurückstellen etc. Man kann nur Fehlercodes zurückstellen, man kann die Live-Daten sich ansauen, aber das ist schon immens. Denn ich hatte vorher ein günstigeres Gerät und das konnte wirklich nur, hier sieht man zum Beispiel zwei Sachen, wie sie sich in Wechselwirkung befinden. Dieses Gerät, was ich vorher hatte, konnte wirklich nur primitiver die Sachen auslesen als das. Also das ist sozusagen der logische nächste Schritt in Richtung Profi-Equipment. Ich finde das technisch sehr interessant. Und zu Diagnosezwecken, wenn ihr einen Fehler am euren Fahrzeug habt, wird dieses Gerät euch bestimmt weiterhelfen können. Mir hilft es ungemein. Und es ist wirklich eine coole Spielerei. Und wer sich für Technik interessiert, der sollte sich sowas mal anschaffen. Und ihr könnt es danach sogar mit dem Computer verbinden und diese Diagramme ausdrucken, wenn ihr gerne dies machen möchtet. Also wirklich cool. Sondenheizung, alles könnt ihr euch anschauen, wenn ihr natürlich eine Sondenheizung verbaut habt. Nur, also das Gerät sagt dir sogar dann, wenn du Sachen auswählen möchtest, die nicht funktionieren, ist schon klar, dass das nicht jedes Auto unterstützt. Oh, nicht selbst. Hier, einzelne Zylinder kann man sich anschauen, wie sie arbeiten. Und auch Fahrzeuginformationen, wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, was hier eure Fahrgestellnummer ist und die Identifikationsnummer etc. Wenn ihr die zum Beispiel braucht, wenn ihr beim Hersteller irgendwas nachfragen wollt, könnt ihr das auch benutzen. Also, wow. Ich sage, sehr gutes Gerät. Wirklich, wirklich, wirklich. Und es ist sehr interessant, sehr interessant. Schön. Leider habe ich diesen O2-Test, der beworben worden ist, noch nicht geschafft. Weder an dem anderen Opel, noch an diesem Opel. Strange. Entweder kapiere ich das nicht oder es funktioniert an diesen beiden Fahrzeugtypen leider nicht. Ach jo. Was ich aber auch noch gesehen hatte, war die Drosselklappenstellung. Konnte man sich auch an. Wenn ihr zum Beispiel einen Defekt an der Drosselklappe habt, dann wisst ihr, wie weit sie geöffnet ist oder geschlossen ist. Sehr schön. So, wenn ihr dann fertig seid, dann steckt es einfach aus. Der Strom geht weg und das Gerät ist aus. Wow. Statusüberwachung. Danke. Ja, oh yeah. Hightech rockt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.